Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Saphir Zelda Log Challenge. Nach einer langen Zeit wieder, na gut, nicht so lange, aber ich hatte einfach die letzten Wochen keine wirklich Lust, das aufzunehmen und hatte viel mehr Spaß daran, Wind Waker aufzunehmen. Und ja, dennoch, Freunde, geht's jetzt weiter. Und wir sind hier in Neuen Malfenfroh und haben uns im letzten Part nicht nur den 6. Arena-Orden beschafft, den 5. Arena-Orden, sondern auch ein neues Pokémon, nämlich ein Magnetilo. Oh yeah. So. Und ja, ich werde einfach ganz kurz hier wieder 600 Rubine für eine neue Fee ausgeben. So, da ist auch schon. Gut, Freunde, hauen wir ab. Ah, ne, warte, ich habe Fluchtseil, ne? Ich meine, ich habe Fluchtseil. Yay, yeah, Fluchtseil, sogar zwei Stück. Mensch, sind wir Bonze. Tim, setz Fluchtseil ein. Okay, Freunde. Und jetzt machen wir uns endlich mal auf in Richtung Baumhausen City. So. Ich werde jetzt auch Morabel ein bisschen trainieren. Morabel und Magnetilo, würde ich sagen. Denn ich will einmal, also A, ich will endlich das Sumpex haben. Und B, Magnetilo wird uns in der nächsten Arena sehr helfen. Ach, wir sind schon bei 35, okay. So, dann geht ja relativ zügig, wa? So, jetzt gehen wir ganz kurz im Pokémon Center. Dann reden wir eben mit Voltor. Ja. Und dann, Freunde, können wir uns auch schon auf den Weg machen. So, Pokémon sind alle geheilt. Dann würde ich sagen, reden wir mit dir. Mir fällt jetzt erst auf, dass deine Haare die Form eines Blitzes haben. Okay. Ich wusste es, Tim. Ich wusste, ich habe die richtige Person herausgepickt. Hier, das ist mein Dankeschön. Eine TM, die Donnerblitz enthält. Oh, das ist cool. Hätten wir Krakilo auch beibringen können. Aber ist egal, das sparen wir uns auf jeden Fall erstmal auf. Ja, es freut mich zu sehen, wie energetisch sich die jungen Leute heute entwickeln. Energetisch, ist das überhaupt ein Wort? Egal. Egal, Freunde. Auf geht's. Surfen wir zur nächsten Arena. Das wird wieder ein bisschen dauern, glaube ich. Oh Gott. Eine Profi-Angel ist wirklich gut, meinst du nicht auch? Oh yeah. Ich schenke dir diese Profi-Angel. Oh, cool. Nice. Ja, werde ich probieren. Ich will mal ganz kurz gucken, sind wir schon auf einer neuen Route? Ich habe gerade nämlich nicht hingesehen. Das Problem hatte ich nämlich in meiner Smaragd-Randomizer schon mal, dass ich da nicht darauf geachtet habe, wo eine neue Route war. Und dann konnte ich mit Mewtwo nicht fangen. Oder so. Naja. Ah, das kann man als Team, auf die habe ich echt keine Lust. Ich hasse die so. Egal, kämpfen wir gegen den Angler. Gegen Angler Albrecht. Wow. Lebensschuss. Wobei, ja, ich sehe gerade, dass wir noch Felsgrab drauf haben. Da könnte auch unser Sumpex in Spee auch sehr viel in der nächsten Arena machen. Zumal wir ein pfiffiges Wesen haben. Oh, Troy, ich habe ihn lange nicht gesehen. Hi, du bist der Trainer, den ich in Faustau Hafen getroffen habe. Oh, okay, du bist Tim. Ich erinnere mich. Tim? In dieser großen Welt gibt es vier verschiedene Arten von Pokémon mit verschiedenen Elementklassen. Ach was. Sehr schön bei der Zelda-Log. Ziehst du verschiedene Elementklassen auf? Oder nur Pokémon einer bestimmten Elementklasse? Na, nur Zoras natürlich. Was denkst du als Trainer darüber? Tut mir leid, ich bombardiere dich hier mit Fragen. Hier, die Interviewtypen sind gleich nebenan. Nun, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Okay, yeah, ich wurde auf Skype angeschrieben. Toll. Ach, der wird gar kein Zerschneider-Pokémon mehr. Gibt's da oben irgendwas Interessantes? Sieht gerade nämlich nicht so aus. Okay, dann nicht. So, ist jetzt eine neue Route? Ich habe schon wieder nicht hingeguckt. Nee. Hier ist keine neue Route, ne? Glaube nicht. Okay, dann kämpfen wir erstmal noch ein bisschen. Ein Wingull, Felsgrab. Perfekt. So, ist hier noch irgendein Item? Oh, Route 123, okay. Was gibt's denn hier so Schönes? Mädchen. Okay, wir schlagen die Pokémon des Trainers. Oh yeah. Was und ihr schlagt die Pokémon? Wow. Hitzekoller, Power Sound. Zeig mal, was du kannst. Erstmal mit dem vierfach effektiven Felsgrab, das Pupinella war down. Ich hätte die Reihenfolge... Oh, mit Unnecessary Quit. Ich hätte die Reihenfolge vielleicht anders machen sollen, weil Pudox hat gar nicht mal so die schlechte Spätstef. Hitzekoller. Mal sehen, wie viel Schaden das macht. Viel auf jeden Fall. Ja, ich habe schon gedacht, dass es nicht reicht. Und der Psy-Strahl. Und natürlich werden wir verwirrt. Wie könnte es auch anders sein? Schockwelle. Trifft ja Gott sei Dank immer. Macht hier jetzt keinen Unterschied, aber... Oh, wow. Ich hätte... Ja, ich hätte wirklich die Reihenfolge ändern sollen. Wow. Das Ding hat Wirbelwind. Bin ja schockiert. Bam, down. Okay, weiter geht's. Hier ist ein Item. Was haben wir da Schönes? Hyperball. Okay, kann man immer gebrauchen, nicht wahr? Da ist nichts. Also gut, das eine Item da, das hole ich aber erst später. So, wer bist du? Ist eigentlich egal, du hast einen Knilzer, dagegen will ich nicht kämpfen.
Da hole ich Flausch rein und schnabel dich zu Tode und natürlich parast du uns. Okay. Ein Dupflor, da mache ich doch... Wie lange braucht Jabo jetzt noch bis zum Level Up? Steht das hier irgendwo? Ja, okay, dann tausche ich jetzt Jabo nochmal rein. Tausche jetzt meinen Flausch wieder. Ach, ich habe ja innere Kraft. Genau, das ist ja cool. Yeah, habe ich gar nicht dran gedacht. Bäm, schnabel dem All. Und jetzt heile ich mich mal eben mit einem Supertrank. Tada. Säure macht gar nicht mehr so wenig Schaden. Jetzt im Critical wäre unschuld. Jetzt wach auf, du... Du blödes Kackding, ne? Wach doch. Lass mich verarschen. Yeah, geht doch. Ich glaube, wir haben jetzt effektiv die maximalen 5 Runden ausgenutzt. Es war Kapilz. Okay, da müssen wir jetzt vorsichtig sein, Freunde. Da wechsle ich auch erstmal in Sonic raus. Denn Kapilze finde ich nicht unterschätzen. Ihr seht, der Tempo macht gut Schaden. Auch wenn das hier noch nicht mal Technik hatte. Und der Flügelschlag killt. Und Freunde, Jabo erreicht Level 36. Es ist soweit. Wir haben so lange darauf gewartet. Und nun passiert es, Freunde. Hey, Jabo entwickelt sich. Oh yeah, Freunde. Ich freue mich, wenn dieser Moment in Oras passiert. Ich werde ja auch mit Hydropie anfangen. Ich bin gespannt. Ey. Ach, sie ist so cool. Oh yeah, Freunde. Dein Jabu wurde zu Sumpex. Oh yes. Sumpex, so episch, Freunde. So episch. Da ist es, Freunde. Da ist es. Sumpex. Ach, toll. Toll, toll, toll. So. Dann können wir jetzt die Pokémon mal tauschen. Dann würde ich jetzt mal sogar Flausch nach vorne setzen. Wohl. Vielleicht eher Magnetilo. Denn Magnetilo müssen wir ein bisschen mehr trainieren im Moment. Oh mein Gott, zu viele Beeren. Kann ich davon überhaupt irgendwie... Ich glaube davon... Ach, scheiße. Ich habe keinen Bock, jetzt alle zu pflücken. Ich glaube, wir können davon eh nicht alle benutzen für Dingens. Für die Kämpfe. Villa des Bärenmeisters. Na? Du kannst mich Bärenmeister nennen. Ich träume davon, die Welt mit hübschen Blumen zu bereichern. Daher züchte ich Bären und gebe sie an andere weiter. Du hast ja auch einen verdient. Rabuta-Beere, was ist das denn? Tamut-Beere, was sind das für Dinger? Gucken wir sie uns mal an. Tamut? Okay, gut, ist egal. Können wir beide nicht benutzen. Wer bist du? Mein Mann züchtet Bären. Er ist bestimmt der beste Züchter der Welt. Er macht mich unglaublich stolz. Sag mal, Kind, kennst du dich zufällig? Oh nein. Ich finde, nee, also das sind so Sachen, diese Sprüche, die mag ich überhaupt gar nicht. Die sind, weiß ich nicht. Benutze ich nie. Überhaupt nicht meins. Gut, wir sind ja, denke ich, fertig. Und ein Bingo. Das hauen wir mit einem Donnerschock kaputt, sofern wir uns nicht selbst treffen. Ich wollte gerade sagen, ich vertraue Flash-Stil, aber das war wohl ein Fehler. Und ja, okay. Okay, dreimal hintereinander selbst getroffen, ist okay. Ist okay. Danke, Flash, das war ein... Das war ein ganz ruhmreicher Auftakt für dich, muss ich sagen. Oh, mein Beutel ist voll. Moment, da muss ich ein paar Sachen rauswerfen. Don, oh, ja, ja, du bist witzig. Du bist witzig, Schwalbini. Schwalboss hat aber, glaube ich, nichts im Movepool, was uns jetzt ungefähr hart trifft. Boah, Flügelschlag, 5 HP. Pff, warum macht ihr alle Doppelteam? Was seid ihr alles für ekelhafte Viecher? So, dann machen wir jetzt mal eben... Müssen wir eben jetzt irgendwas rauswerfen. Komm, den Supertank benutzen wir, dann können wir den Supertank reintun. Das passt doch wunderbarst. So, hier oben war nichts, ne? Dann gehen wir jetzt auf eine neue Route, Freunde. Mal gucken. So, ihr seht, er hat es gerade gesagt, ich habe es weggedrückt. Man kann ja nicht mit dem Fahrrad ins hohe Gras, dafür ist es nämlich zu lang. Gucken wir mal, können wir unser neues Pokémon fahren? Ich bin gespannt. Dum, 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 dum. Ein... Mach ich. Hol ich mir. Zickzack, du gehörst uns. Dönerwelle. Bam. Donnerschock. Okay, können wir uns das jetzt schon fangen mit einem Pokéball? Bams. Na? Komm schon. Ja, wir konnten Zickzacks fangen, Freunde. Sandra 2.0 ist da. Ja, ich möchte dir einen Spitznamen geben. Oh, es ist sogar weiblich, glaube ich. Ja, es ist sogar weiblich. Komm, komm. Sandra. Oh, ja. Toll. Ganz toll. Sandra 2.0. Null. Yay. Sie ist wieder da, Freunde. Ach, herrlich. So. Würde ich sagen, hauen wir den hier kaputt. Der Mimikry-Zirkel, aha. Ein Ninjask. Na gut, Zornklinge. Nö. Nicht so das Gelbe vom Ei. Ich merke, Flash-Stil können wir gut leveln. Wer bist du denn?
Nein, ein wildes Pokémon. Oh Gott. Und yay, schon wieder wurde die Skype-Nachrichten ins Fenster eingeblendet. Moment. So, damit wir das Problem gleich wieder haben. So, was hast du? Ein Wampel. Komm, dagegen dürfte Flash dir doch gute Chancen haben. Panikorn ebenfalls. Kein Problem, ey. Wow. Ich muss sagen, ich habe Magnetilo ein bisschen unterschätzt. Das macht echt gut Schaden, ja? Gut, Pudox, wie gesagt, gute... Natürlich klappt der Double Protect. Gute spezielle Def. Mondschein hast du auch noch. What the fuck? Komm, wir machen jetzt mal ein bisschen Paraflinchen. Ein bisschen Parafusion. Ist das herrlich. Na? Oh, du bist geparat. Bam! Splash Steel. Funkensprung war physisch, oder? Brauchen wir die Attacke nicht. Nein, kein Funkensprung. Gut. Geht mir gegen dich nochmal. Mein, okay, gut. Dagegen haben wir nicht so die Karten, weil das ein Bodentyp ist. Sumpex, zeig uns deine Macht. Go for it, Yabu. Alter, wie fett Sumpex einfach mal ist. Nicht, also natürlich nichts gegen Mega Sumpex, ne? Aber oh, ich freue mich so auf die Spiele. Bams. Gut. Gucken wir mal. Gibt es noch irgendwelche Items, die hier rumliegen? Scheinbar nichts. Gut, gehen wir mal nach links. Da noch irgendwas. Ja, das ist nur ein Trainer. Ignoriere mich nicht. Beachte mich. Hallo. So. Was hast du? Ah, das hast du wahrscheinlich die andere Entwicklungslinie. Der eine hat ja gerade hier Wampel, Panikon und Pudox. Ja, du hast hier Wampel, Chaloco und Papinella. Das sehe ich doch schon. So, da haben wir es auch schon. Papinella, Donnerwelle. Donnerschock. Das ist hier wesentlich sehr effektiv. Und Papinella hat nicht ganz so guten Bulk wie Pudox. Deswegen mag ich Pudox auch ehrlich. Also, naja, optisch finde ich Papinella echt viel schöner. Aber Pudox ist im Competitive ein bisschen stärker. Ein bisschen, das ist eigentlich deutlich stärker, weil, naja, Papinella eigentlich nichts kann. Oh, mir hat die Ampel mir gerade ein bisschen viel Schaden gemacht. Habe ich noch einen, ich habe noch einen Sprudel, okay, das reicht mir. Oh, du hast sogar einen Ruckzuckieb drauf, mein Freund, aber, ja, und Mondschein Stall, yay. Ich habe keine AP mehr für Donnerschock, what the fuck? So, das habe ich das gar nicht eingesetzt. Was ist da los? So, Ultraschall dem All. Okay. Elomise macht jetzt kurz Flausch. Schnabel. Ich brauche unbedingt mal irgendwie eine Trainingsmöglichkeit für Flausch. Ich habe allgemein meine Pokémon nicht so ganz gut trainiert, fällt mir auf. So, Attack kurz machen bei Donnerschock. Okay. So. Irgendwo noch ein Item? Scheinbar nicht. Gut, Freunde. Hauen wir ab. Weiter geht's aus dem hohen Gras. In dem, oh nee, da ist ein Item, da ist ein Item. Yeah, okay, was haben wir hier? Ein Myrapler. Hypertrank. Okay. So, wer bist du? Ich dachte, fliegen könnte man, indem man viele Poké-Pokémon zusammenbildet und sich dann dranhängt. What the fuck? Aber es gibt tatsächlich eine VM, die fliegen heißt. Wenn ich das doch nur eher gewusst hätte. Gott. Alter. Viel Spaß, diese Oranje fertig zu machen. Es soll eine Höhle geben, die Urzeithöhle. Die Menschen erzählen sich, dass dort die Geister der Pokémon wieder zum Leben erweckt werden. Ob das tatsächlich möglich ist? Interessant. Werden wir noch herausfinden, vielleicht. Gut. Gehen wir weiter. Ist das ein Alter? Nee, okay. Bist du? Kann ein Pokémon geheim... Okay. Ja, wir können geheim Power benutzen. So, was hast du für Pokes? Ein Duplo. Da wechsle ich doch gleich mal einen Flausch. Paralysiere mich nur. Wenn ich rauswechsle, hat sich das eh wieder erledigt. Und du machst mir irgendwie zu viel Schaden. Es geht ab. Na komm, Sonic. Ein Flügelschlag. Ach man, ich brauche echt eine gute Trainingsmöglichkeit für Flausch. Da kann ich auch nicht die ganze Zeit Sprudel spammen. Schnapp. Warum mache ich eigentlich keinen Bodyguard? Frage ich mich gerade. Mache ich das jetzt mal? Eigentlich sinnlos. Egal, komm, Schnabel dem All. Regeln sind wir davon nicht betroffen, das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Du warum macht ihr alle so viel Schaden, Mann? Und Flügelschlag, yay. Was ist denn da los? Kommt hier nicht auch irgendwo Maike nochmal? Hat er mal irgendwann ein Item? Nein, okay. Ha. Ha, ha, ha. Pokémon Ranger, ha. Oh, wow, Flash Steel. Oh, toll. Und meine Flug-Pokémon sind natürlich beide blockiert. Mhm. Schön. Gehen wir, na. Fett-Sumo, komm, du regelst das. Tempo-Heap, tanken wir, yay. Mogel-Heap, Bams. Und der Überwurf. Sehr schön. Ja, wir leveln gerade eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also was heißt Level? Wir kommen sehr gut voran auf jeden Fall.
Was hast du dabei? Oh, Vogel-Pokémon, das gefällt mir doch wunderbarst. Hier, friss ein paar Donnerschocke. Schöcker, Schock... Was, wie heißt die Mehrzahl von Schock? Schocks. Ein paar Donnerschocks. Genau. Mein Gott, das war eine schwere Geburt. Da, Döner-Schock. 128. Sehr schön, Flash-Stil. Läuft gut. So. Ich wollte gerade sagen, wann entwickelt sich das Ding eigentlich? Naja, wir werden es aber rausfinden. Aber ich muss... Also ich glaube, war bald ich auch nicht allzu lange drin, ganz ehrlich. Das levelt mir irgendwie nicht schnell genug. Da komme ich irgendwie nicht mit klar. Was schicke ich da jetzt rein? Komm, Sonic. Flügelschlag, Geld. Smogon, aha, kommt bestimmt wieder Explosion oder so ein Spaß, ne? Schicken wir mal Flash Steel rein. Das Ding jetzt. Finale, ich sag's ja, komm, ich sag's. Komm, ganzes Smogon. Was ist denn das? Meine Güte! Was? Komm schon! Das reicht auch noch! Ich. Ah! Ich hasse dieses Spiel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist unglaublich. Unglaublich. Wir haben eine Fee verloren. Allein Smogon. Fantastisch. Ich glaube das nicht, dass uns das zweimal in dem Spiel passiert und der Flügelschlag hier daneben, natürlich. Notsituation, okay, gerne gegen Energiefokus. Ich fasse es nicht, dass uns das zweimal passiert ist. Das ist ja unglaublich. Meine Güte. Ist ja schlimm. Gut. Dann muss ich erstmal... Ich habe mehr Beleber dabei, ne? Ich kann die ja eh nicht von anders benutzen. Beleber, yay. Oh, ist das unnötig gewesen. Ja, komm, Schweibos, Dönerwelle. Nein, 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 das war ein Missklick. Donnerschock. Genau, und nochmal, bam. Wie unnötig das jetzt war, ganz ehrlich. Was? Oh, dass uns das zweimal passiert, dass wir von einem Smogon wegfinalt werden. Unglaublich. Und dann Magetido hat ja eine gute physische Def und wird dann auch noch weggecrittet, also nicht gecrittet, aber halt trotz der Resistenz weggehauen. Es ist unfassbar. Team Aqua, was macht ihr hier? Wir stehen hier Wache. Hey du, halt dich bloß von dem Klimainstitut fern. Da ist es nicht sicher. Tch, als ob. Das hier ist bei das Klimainstitut, ne? Nochmal so. So, Gott sei Dank weiß ich, dass man sich hier heilen kann. Als ich schlief, schließe ich jemand nach oben. Okay, hier sind böse Gangster, okay. Erstmal eine Runde pennen in einem fremden Haus, warum auch nicht. Boah, warte mal eben. Hat dieses Sandra, ich will mal kurz gucken, das Mitnahme. Yay, es ist wirklich Sandra. Och. Wie unnötig das jetzt mit Magnetilo war, ganz ehrlich. So, aber ich denke, hier können wir auch nochmal gut leveln. Der Part ist bald vorbei, sehe ich. Yay, hier können wir wunderbar leveln, möchte ich doch mal meinen. Bam. Flash Steel wird sie ganz einfach haben, würde ich sagen. Na, komm her, was hast du denn noch für mich? Ein Zuber, das ist da... Wurde ich gerade geflincht. Wow. Pfiffchen, okay, das... Na, kann man glaube ich auch nicht viel machen, oder? Donnerwelle, mal gucken. Schniffler, ja, toll. Donnershot... Oh, weggecrittet, sehr schön. Magnetilo ist richtig stark. Es hätte gar nicht erwartet, dass es so gut hier ab... dass es hier so gut läuft. So. Was willst du denn? Was noch ein Pfiffchen? Das können wir ja nicht wegcritten, aber ist egal, wir sind... Schneller. Angeberei. Oh. Oh. Okay. Okay. Ah, nicht mal verwirrt. Okay. Ein bisschen Spiel mit dem Feuer, aber es hat sich ausgezahlt. So, und das haben wir auch weg. Wunderbar. Der Kaniwana hat einfach keine Chance hier. Wie, es hat nur zwei Etagen? Wieso hat das so groß in Erinnerung? So, hallo Pfiffchen. Ich habe gar nicht gesehen, was du eingesetzt hast, aber es ist egal, denn du bist down. Nein, Zubat. Magnetilo geht hier durch wie Butter. Raserei, Crit, wow. So. Freunde, das scheint schon hier alles gewesen zu sein vom Institut, aber was wollen Sie im Klimainstitut? Finden wir es heraus. Du willst dich allen Ernstes in die Angelegenheiten von Team Aqua einmischen? Dann bist du entweder furchtlos oder einfach dumm oder beides. Du bist ja so niedlich, einfach widerlich. Ich mach dich fertig, du Baby. Was eine Kampfansage. Ist ja unglaublich. Aqua-Vorsitzende Cordula, was ist das denn für ein Name? So, hallo Kaniwana, ich will mal ganz kurz mich heilen, weil ich habe mir die ganze Zeit Angst, dass ich gleich irgendeine starke Attacke einsetzt, aber ich glaube, es hat keine. Wobei, warum geht's mit Donner, wenn ich jetzt einfach weghauen kann mit dem Donnershot? Machen wir das, yay! Level 30, yay! Magnaien, okay. Da wächst ich aber doch nochmal raus gegen Fatsumo. Denn, oh ja, stimmt, ich habe den Bedroher ganz vergessen. Oh Gott, Angeberei, oh Gott! Wow, too much damage. Komm schon, ja natürlich treffen wir uns nochmal selber. Was ist denn los in diesem Part? Ist ja unfassbar. Ja, komm. Jetzt, gut. Gut, du hast wenigstens getroffen. Ja, schockiert.
Oh, Magetino entwickelt sich auch schon vorher. Zwei Entwicklungen in einer Folge. Wow. Aber Magneton ist schon top. Ich liebe das Ding. Dum, 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 da, dum. Oh yeah. Hallo Magneton. Dein Flash, die wurde zu Magneton. Oh yeah, ich freue mich. Wir wurden von Unvorhergesehenem gestört. Wir haben keine Möglichkeiten mehr. Wir müssen uns aus dem Schlamassel ziehen. Aber das ist nicht das Letzte, was du von Team Aqua siehst. Wir werden andere Pläne entwickeln. Merkt ihr das? Danke, vielen Dank. Nun sind wir in Sicherheit. Es ist vielleicht eine seltsame Art, Danke zu sagen, aber dieses Pokémon ist für dich. Oh, du hast keinen Platz für dieses Pokémon. Ja, Freunde, das holen wir uns aber gleich im nächsten Part ab. Was auch immer Team Aqua hier wollte, wir werden es vielleicht noch herausfinden. Freunde, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir, wie ihr wollt. ja, Freunde, wir sehen uns dann hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen herrlichen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut raus. Ciao.